Heute haben wir einen speziellen Tag. Wir machen Werbung für «Wolkenbruch», den Schweizer Film, der im Moment gerade im Kino angelaufen ist. Geht den unbedingt schauen. Top-Film. Also, nein, Spass beiseite. Es geht nicht um die Kopfbedeckung, sondern das sind zwei so Objektivwärmer, Heizelemente, wo um ein Objektiv herum gemacht werden und nachher über das USB-Kabel entsprechend mit einer Powerbank versorgt, quasi verbunden werden und dann so mit Strom versorgt werden und dann auch geheizt werden. Das braucht man, wenn man gut will zum Objektiv sein. Nein, das braucht man, wenn man zum Beispiel in der Nacht, jetzt wo es kälter ist, Timelapse machen will. Und mit der Zeit würde dann vorne die Linse beschlagen. Und mit dieser Heizung könnt ihr das eigentlich ganz einfach verhindern. Die Heizung braucht, glaube ich, etwa 4 Watt Leistung. Und von dem her hebt da eine Powerbank mit irgendwie 10'000 mA, die hebt wahrscheinlich lang genug, dass ihr eure Timelapse fertig machen könnt. Wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, okay, ich habe ein riesen Objektiv, ich bin nicht ganz sicher, geht die Heizung auf mein Objektiv, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Und zwar nehmt ihr einen Meter, messet den Durchmesser, da haben wir jetzt knapp 9 cm. Und dann tun wir das natürlich, wenn das ja umrechnen, der Umfang, wie gross das ist, oder? Ihr könnt die Frage stellen, wie macht man das? Okay, man tut es mit Pi multiplizieren. Also die 9 mal Pi. Jetzt ist die Frage, was ist Pi? Pi ist 3,14, bla bla bla. Geht noch ganz viel weiter. Früher musste ich es mal wissen. Jetzt muss ich nicht mehr. Also muss ich mit diesen 9 cm muss ich etwa 27 cm Länge haben von der Heizdecke quasi. Wenn ich die jetzt anlange, ist sie schon so ein bisschen handwarm. Also man merkt schon, dass sie wärmt. Und die ist 37 cm lang, also es lange vorig. Also ich würde sagen, 37 durch 3, also etwa 10 cm Durchmesser, das sollte etwa gerade lange, um noch drüber zu tun. Und sonst kann man auch, wenn man eine Powerbank hat, wo zwei Anschlüsse hat, wie ich es vorher hatte, so zusammen machen. Und dann habt ihr ein recht grosses Objektiv, das ihr wärmen könnt. In dem Sinn, ciao zusammen.